Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute geht es mal um den iFruit Emulator und die iFruit App auf Laptop und PC. Einige haben bestimmt von euch das Problem, dass ihr über das Handy keine eigenen Kennzeichen erstellen könnt und die App vielleicht gar nicht erst startet oder immer wieder abstürzt. Und mit dieser Alternative möchte ich euch mal einen anderen Weg zeigen, wie ihr trotzdem eigene Kennzeichen erstellen könnt und noch gewisse gemoddete Settings auf Fahrzeuge übertragen könnt, ohne Giftcards to Friends, Merch oder halt DMO. Was benötigt ihr dafür, um das Ganze machen zu können? Ihr braucht wie gesagt einen PC oder einen Laptop. Ihr braucht das Programm BlueStacks. Ihr braucht außerdem noch WinRAR. Und als vorletztes natürlich noch den iFruit Emulator. Und dann als letztes solltet ihr natürlich noch bei Social Club angemeldet sein. Wenn ihr das nur alles habt, fangen wir damit an, wie das Ganze funktioniert. Das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich BlueStacks zu installieren. Ich denke mal, jeder weiß, wie man eine Anwendung installiert. Bitte nutzt nur die BlueStacks Version, die unten in der Beschreibung ist, und öffnet die vielleicht auch mit dem Multi-Manager. Da seht ihr nämlich, was für Versionen bei euch funktionieren und welche nicht. Nach dem Installieren bekommt ihr eine Art Handy-Übersicht und hier ist es wichtig, dass ihr erst auf den Play Store drauf geht, denn wir brauchen natürlich auch die iFruit App. Habt ihr ein Google Play Konto, dann meldet ihr euch jetzt hier mit den ganzen Daten an. Habt ihr kein Konto, müsst ihr erst eins erstellen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Gebt E-Mail und Passwort ein und dann seid ihr hier natürlich eingeloggt und könnt dann auch auf den Google Play Store zugreifen. Da gehen wir dann nach oben auf die Apps und geben dann hier einfach iFruit ein und es gibt zum Glück nur eine iFruit App und wenn wir da mal drauf gehen, seht ihr auch schon, die hat relativ schlechte Bewertungen, weil die wirklich sehr, sehr anfällig ist für Abstürze oder dass sie gar nicht erst funktioniert. Hier ist das Ganze aber nicht der Fall. Ihr geht auf Installieren, das Installieren kann etwas dauern und dann nach dem Installieren geht ihr einfach wieder zum Startbildschirm zurück und ihr habt jetzt hier oben das neue Icon von der iFruit App. Da klickt ihr einfach einmal drauf und dann bekommt ihr so eine Handy-Ansicht und ihr müsst euch jetzt hier mit euren Social Club Daten anmelden. Für die PlayStation 4 Nutzer, bitte gebt hier nicht eure E-Mail und euer Passwort von der PlayStation 4 ein, sondern es muss vom Social Club Konto sein. Wenn ihr das vom Social Club Konto nicht mehr wisst, wie das Passwort lautet, dann müsst ihr euch dort erst einmal einloggen über das PlayStation Symbol und dann könnt ihr auf die Einstellungen gehen und bei den Einstellungen habt ihr dann nochmal das Passwort und wie gesagt, wenn ihr das über das Icon macht von der PlayStation, dann werdet ihr automatisch damit eingeloggt und dann könnt ihr das Passwort entweder nochmal ändern, falls ihr das nicht mehr wisst, tragt das dann hier ein und geht auf Anmelden. Was aber auch passieren kann, dass es trotz dessen, dass ihr die richtige E-Mail und das richtige Passwort eingebt, immer noch die Meldung kommt, dass ihr etwas Ungültiges drin habt. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, aber es gibt einen kleinen Workaround. Dazu müsst ihr auf Passwort vergessen gehen, müsst das Passwort leider zurücksetzen über die E-Mails und dann sofort hier eingeben und dürft die App nicht schließen. Dann könnt ihr euch auch ohne Probleme hier anmelden. Nach dem Anmelden kommen wir jetzt in die iFruit App rein und oben haben wir jetzt hier das Wichtigste natürlich, Los Santos Custom, und jetzt brauchen wir noch den Emulator. Dazu downloadet ihr euch jetzt den Launcher herunter, dafür brauchen wir natürlich WinRAR. Ihr startet diesen Launcher und dann bekommt ihr ein neues Fenster, das könnt ihr hier auch maximieren. In diesem neuen Fenster geht ihr jetzt hier unten auf iFruit Emulator Run. Wenn das natürlich bei euch nicht installiert ist, erst installieren und dann auf Run draufklicken, dann kann es einige Minuten dauern. Dann bekommt ihr zu diesem Launcher auch noch ein nächstes Fenster und zwar zur iFruit Emulator App und hier müsst ihr dann natürlich bei der Plattform PlayStation 4 eingeben. Falls es bei euch abstürzt, könnt ihr auch alternativ PlayStation 3 eingeben, das funktioniert auch und dann geht ihr hier auf Connect. Das kann jetzt auch wieder einige Minuten in Anspruch nehmen. Was aber auch passieren kann, ist, dass ihr jedes Mal eine Fehlermeldung erhaltet, so wie diese hier. Gibt es auch einen kleinen Workaround schon, falls ihr die tatsächlich bekommt. Geht ihr jetzt bei der iFruit App einmal auf Los Santos Custom drauf. Ihr lasst den Emulator die ganze Zeit einfach offen und dann müsst ihr jetzt hier einfach nur an dem Kennzeichen etwas ändern. Macht das am besten bei den Story-Charakteren, das heißt, ihr geht bei Franklin auf das Auto drauf, geht hier oben rechts auf das Kennzeichen, wählt jetzt einfach eine andere Farbe vom Kennzeichen aus, geht jetzt hier auch im Kennzeichen einfach irgendetwas anderes ein, geht dann zurück unten links auf die Fahrzeuge. Wir bekommen die Meldung, Kennzeichen wurde geändert, wir gehen auf Bestellen, bekommen die Übersicht unten auf das Häkchen draufklicken und dann wird diese Bestellung auch schon ausgeliefert. Somit kann jetzt die iFruit Emulator App besser connecten zu dieser Handy-Version von der iFruit App und dann könnt ihr das Ganze nochmal ausprobieren. PlayStation 4, wir connecten noch ein zweites Mal und dann sollte es eigentlich nicht lange dauern und dann bekommen wir bis auf bei einer einzigen App
überall ein grünes Häkchen. Bei der Chopper-App ist es nicht wichtig, Hauptsache ihr habt das oben und bei den unteren beiden. Dann kommen wir jetzt hier in ein neues Fenster. Wir sind jetzt hier auf den Settings. Ihr wechselt jetzt von den Settings auf die Garage. Gebt bei Singleplayer natürlich Multiplayer ein. Charakter müsst ihr nicht wechseln und dann geht ihr hier bei den Fahrzeugen einfach drauf auf das Fahrzeug, wo ihr die Settings ändern wollt. Es werden immer die Fahrzeuge angezeigt, die ihr das letzte Mal ins LSC reingefahren habt. Das Ganze hier ist etwas aufgebaut wie beim GTA Safe Editor. Ihr könnt hier die gemoddeten Farben auswählen, Felgen und. Problem hierbei ist, das wird leider nicht übertragen. Also ihr könnt hier gerne mal Secret Gold auswählen. Alle diese Farben werden dann aber einfach in matt-schwarz angezeigt. Ihr könnt natürlich die Panzerung und die Engine, das wird alles übertragen. Ihr müsst natürlich hierfür Geld in GTA zahlen. Wenn ihr nun eure Kennzeichen anpassen wollt, gehen wir hier oben rechts auf Custom Plates. Hier werden jetzt alle Kennzeichen angezeigt, alle Rahmen. Ganz rechts natürlich auch das Yanken-Kennzeichen. Ihr könnt jetzt hier etwas Beliebiges hereinschreiben. Das Problem bei diesem Yanken-Kennzeichen ist einfach nur, dass es auf aktuelle DLC-Fahrzeuge nicht übertragen wird, sondern nur auf etwas ältere Versionen, das heißt diese Non-DLC-Fahrzeuge. Und dann könnt ihr hier noch Patrioten-Reifenqualm reinmachen. Der sollte auch noch gehen. Und damit das Ganze jetzt übertragen wird auf das Spiel, müsst ihr immer auf Order gehen und diese Meldung mit OK annehmen und dann wird die Bestellung jetzt praktisch vom Emulator auf die App übertragen und wir sehen das jetzt hier gerade über der Karte, dass die dann in das Spiel reingeschickt wird. Das kann auch 1-2 Minuten dauern, ehe das dann bei euch im Game angezeigt wird. Dann steigt ihr in das Fahrzeug ein, was ihr ausgewählt habt, fahrt dann zum LSC. Das funktioniert natürlich auch nur mit dem Fahrzeug. Ihr könnt nicht mit anderen Fahrzeugen dort reinfahren. Repariert ihr das Fahrzeug und dann bekommen wir danach die App-Bestellung. Die nehmt ihr dann an und ihr seht, dass wir zwar jetzt die grünen Fenster drin haben, die wir noch ausgewählt haben, aber zum Beispiel die Lackierung in Secret Gold ist nicht mit dabei. Nun prüfen wir einfach noch, ob das Yanken-Kennzeichen drauf ist. Leider auch nicht übertragen, aber der Inhalt, was wir reingeschrieben haben, der ist zumindest da. Mal angenommen, ihr wollt jetzt in der Liste andere Fahrzeuge drinstehen haben und nicht immer wieder die gleichen, dann zeige ich euch auch noch, wie das funktioniert. Dazu bestellt ihr euch jetzt einfach ein anderes Fahrzeug, fahrt mit diesem Fahrzeug ins LSC rein und damit das jetzt in der Liste erscheint, müsst ihr einfach irgendetwas Beliebiges an dem Fahrzeug dran ändern. Verlasst jetzt einfach wieder Los Santos Custom und nun wird praktisch in der iFruit Emulator App dieses Fahrzeug als neu modifiziertes Fahrzeug aufgelistet. Um das nun in der Liste zu bekommen, müsst ihr jetzt bei dem iFruit Emulator erst einmal wieder auf die Settings gehen und dann geht ihr hier oben rechts auf Refresh, dann wird das Ganze nochmal refreshed. Dann gehen wir auf die Garage wieder, gehen hier auf Multiplayer wieder, Charakter 1 drinnen lassen und jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier den Red Loader drin, den wir gerade modifiziert haben. Bei diesem Fahrzeug haben wir den Vorteil, dass wir dieses Mal das Yanken-Kennzeichen draufbringen können. Wählt das also aus, geht auf Set. Vergesst hier bitte nicht, wieder auf Order drauf zu gehen. Ich habe das hier vergessen und nicht mehr aufgenommen, aber ich habe es dann später noch gemacht. Wenn wir jetzt mal wieder zum Spiel zurückwechseln, bekommen wir wieder oben links die Meldung, dass wir jetzt diese Bestellung erhalten haben. Und dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug wieder ins LSC rein. Und dann bekommen wir hier auch gleich wieder die Bestellübersicht von der iFruit App und dann könnt ihr diese einfach wieder annehmen. $500 sind das. Wenn wir mal auf das Kennzeichen schauen, seht ihr, Yanken-Kennzeichen ist jetzt da mit dem Inhalt, leider aber nur auf diesem alten Fahrzeug. Das war's nun auch schon mit diesem Video. Gibt es noch Fragen oder Probleme, schreibt es in die Kommentare oder kommt mit auf den Discord-Server und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video bewertet und wer neu auf dem Kanal ist, kann auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns das nächste Mal, haut rein und tschüss.